Befreit mich dieser Berg wirklich von meiner blutigen Vergangenheit, fragt sich Cecil, der jetzt mit Palom und Porum unterwegs ist, unseren neuen zwei Magierkindern. Und wir werden jetzt diesen Pfad betreten, den wir noch nicht entdeckt haben. Und mal gucken, was wir dann hier finden. Berg der Tortur, Aufgang. Also sind wir hier total richtig. Genau hier wollen wir hin. Gucken, was wir jetzt hier finden. Ist es gefährlich, wenn ich da reinrenne? Tun wir uns dann voll weh, oder? Nein, wir dürfen da sogar hin. Dein Auftritt, Palom. Das brauchst du mir nicht extra zu sagen. Eis. So macht man das. Donk. Palom. Hochmut kommt vor dem Fall. Wie oft habt ihr das der Älteste schon gesagt? Also dann, voran, Cecil. Die zwei sind süß. In der Zwischenzeit. Scarmiglione. Stets zu euren Diensten, mein Gebieter. Dieser Cecil, wir können ihn nicht länger ignorieren. Zeit, ihm die Flügel zu stutzen, bevor er noch zu hoch hinaus will. Glücklicherweise ist er ein Dunkelritter. Seine Klinge vermag gegen deine untoten Horden nichts auszurichten. Für den Moment. Zur Stunde besteigt er den Berg der Tortur. Er schickt sich an, ein Paladin zu werden. Exakt, und dies darf nicht geschehen. Ich verlasse mich darauf, dass du seinen Streben ein Ende bereitest. Seid unbesorgt. Lehnt euch entspannt zurück, während ich euren Wunsch in die Tat umsetze. Dann geh, mein Gebieter. Langsam wird es interessant. Findest du nicht auch, Kane? Das ist ja voll fies. Ja, mein Lord. Aber ihr dürft Cecil nicht unterschätzen. Ich würdige deinen Respekt für deinen ehemaligen Freund. Deswegen habe ich auch Scarmiglione geschickt. Er ist einer der vier Elementarfürsten. Ihre Konfrontation wird uns gut unterhalten. Was meinst du, Rosa? Ich sollte derjenige sein, der ihn niederstreckt. Du redest so, obwohl du das letzte Mal versagt hast. Nein, dein Platz ist hier, als Wache von Rosa. Ja, mein Lord. Cecil, sei auf der Hut. Aber anscheinend ist der Weg jetzt hier frei. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch finden und gegen was wir vor allem hier alles kämpfen. Denn solche Wege kennen wir ja schon. Da kommt viel immer. Ach, wieder solche Köpfe und Untoten. Alles klar. Ich mache mal ein Zauberduo. Das ist ordentlich stark, habe ich ausprobiert gehabt. Da wartet man so zwei Runden oder was ab und dann können die ganz gut zuschlagen. Aber er ja auch. Ja, auch ordentlich mit 6, über 600 schon. Wenn die jetzt gleich so weit sind, dann seht ihr das ja, dass die beiden auch ordentlich was drauf haben. Komet. Das haben sie bei mir zum Beispiel noch gar nicht gemacht gehabt, aber ziehen mal eben 2000 noch was ab. Das ist schon ordentlich. 2200 irgendwas oder so, glaube ich, war das. Stufe 17 zu 18. Wallum. Ich weiß noch nicht ganz, was die alles zaubern können. So viel habe ich mit denen jetzt nicht gekämpft, aber wir kriegen eine Kiste. Immerhin. Portion. Und noch eine Kiste. Sehr schön. Bisschen Aufbauzeug. Ich habe die auch gerade erst mit Portionen nochmal geheilt. Die beiden. Damit die volle Power haben. So, was mache ich denn jetzt mal? Schwarzmagie. Eisraum mache ich mal. Und ich mache Vita auf Porum. Das war jetzt nicht so gut. Porum ist leider gerade gestorben. Kannst du mal bitte angreifen, bevor mir hier alle drauf gehen? Okay, einer ist schon mal so weg. Das ist sehr gut. Das heißt, sind noch zwei da. Ich hoffe, dass sie jetzt mir nicht Palom auch noch platt machen. Da habe ich keine Lust zu. Ja, ich glaube, das war's.
Cecil muss sich eben alleine durchschlagen. Keine Lust, dass der jetzt auch noch drauf geht. Das wird das Vieh jetzt nicht schaffen, aber trotzdem blöd gelaufen irgendwie. Vielleicht können wir... Ja, super, jetzt schläft er auch noch. Mach mal auf. Doofkopf. Aufwachen, Cecil. Cecil, aufwachen. Automodus. Bringt mir das irgendwas? Gut. Greif mal an, mach den mal fertig. Dann mache ich das jetzt mit dem Heilen und Wiederbeleben jetzt. Ich wollte das eigentlich in der Runde schaffen, aber dann wurde er eingeschläfert. Das ist dann nicht so toll. So, wir haben ja genug gekauft für solche Fälle. Das ist okay. Eigentlich wäre ein Zelt jetzt super. Wir haben doch hier aber auch irgendwas für alle. Eine Hütte. Ein Zelt wäre eigentlich noch besser. Ja, gut, normale Portionen haben wir aber meist, damit die wenigstens aus dieser Gefahrenzone eben rauskommen und dann soll einer von den beiden einfach heilen. Und gut ist. Gucken wir mal, was da oben ist. Lauf mal wieder nach rechts. Hier ist ein Eingang. Muss mich erstmal hier zurechtfinden. Okay, dann gehen wir da mal rein. Und dann später halt, darf ich nicht vergessen, dass da noch die Brücke war. So, Weißmagie bitte sofort. Und wir machen mal Vitra. Ist egal wen, Hauptsache du greifst mal einen an. Sehr schön. Wir brauchen alle Heilung. Schön wäre jetzt eigentlich das Singsang von unserem Baden, der ja dann doch nützlicher ist, als man denkt, wenn man sich erstmal an seinen Hafengedöns gewöhnt, dann ist das doch eigentlich ganz cool. Weil dann merkt man, dass es einem fehlt. Diese Regeneration vor allem. Cecil ist gestiegen. Von 26 auf 27. Ich weiß nicht, was jetzt hier in der Höhle ist. Ich darf nur die Brücke halt später nicht vergessen. Berg der Torturpfad. Okay. Okay, da ist nix. Gehen wir mal noch weiter nach oben. Hier gibt es natürlich... Ach, schön. Wir können anfangen. Warte mal. Nee, nee, machen wir Feuerer. Greif mal direkt an. Und du mach mal Vitra. Auf deine Freundin. Schwester. Was auch immer. Na toll, das heilt die. Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Nicht so toll gelaufen. Mach mal den Ghoul. So, angreifen. So, das war gut. Oh nein, bitte nicht einschließen, das Schlafen nervt. Mann, fertig. Leider nicht gereicht. Dafür sind die dann doch zu stark. Ja, keine Wirkung. Wenigstens macht ihr es auf die noch mal. Was wird das denn? Mach den mal fertig. Ach, da ist wieder jemand wach. Ah, nee, sie zaubert trotzdem immer, ne? Aisra darf ich auf jeden Fall anscheinend nicht machen. Das ist nicht so eine gute Idee. Ja. Dann schlafen die jetzt auch. Bist noch die dritte Person. Greif mal einfach an, ganz ehrlich. Bonk. Wenn die sich synchronisiert hätten, hätten wir die schon längst platt gemacht. Vielleicht sollte ich das nochmal öfters tun. Aber
Naja. Mach's fertig. Wir sind schon viel zu lange hier in dem Kampf. Ach, das heilt. Ach, Feuer war das. Ich dachte, ich hätte Eisra gemacht und das hätte geheilt. Also ich darf Feuer nicht machen. Oder macht er immer das Abwechseln und je nachdem, was drankommt und so. Ihr wisst schon. Hier, benutzt mal ein Item, ganz ehrlich. Hier. Feuer darf man ja nicht nehmen. Das ist ein bisschen zu heavy. Das, davon habe ich auch nicht viel. Nee, nö, dann nicht. Dann mach mal Eisra. Jetzt sind die beiden da vorne. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich die nächsten am liebsten rannehmen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Achso, wie komme ich hier? Finde ich, geht der Kampf jetzt mal ein bisschen schneller voran. Hau mal einfach drauf. Kannst du nicht mal die so ein bisschen verwirren hier, die beiden? Die Ghule mögen das ja auch gar nicht. Genau. Sehr schön, der ist weg. Das heißt, es ist noch einer. Nur ein bisschen flotter hier vorankommen. Wir wollen hier nicht ewig rumhängen. Ach gut. So ist am besten. Und Palums Stufe ist auch gestiegen. Wir können jetzt auch Bio. Das ist gut. Das ist Vergiftung. Wen finden wir jetzt hier? Teller. Cecil? Auch du strebst also nach Meteo? Meteo? Ihr wisst von Meteo? Dann seid ihr... Ihr seid dieser alte Weise, Teller. Palom, wo bleiben deine Manieren? Das heißt Meister Teller. Es ist uns wirklich eine Ehre, euch zu treffen, Meister Teller. Wir sind auf Geheiß des Ältesten von Mysidia hier. Ja, wir überwachen... Wir begleiten Lord Cecil auf den Berg der Tortur. Mein Name ist Porum. Ich bin Palom. Ihr seid also der weise Teller. Euer Name ist auch in Mysidia ein Begriff. Ich weiß nicht, ob man Teller, wie Teller, Messer, Gabel, Teller sagt. Oder halt Teller oder so das ausspricht. Ich hätte nie gedacht, euch an einem Ort wie diesem zu treffen. Kinder aus Mysidia, wo sind Edward und Rydia? Unser Schiff wurde von Leviathan attackiert, als wir gerade nach Baron übersetzten. Die See hat sie eingefordert. Die leben doch noch. Sie sind beide von uns gegangen? Ich muss es befürchten und Rosa ist Golbis in die Hände gefallen. Das muss seine Freundin sein. Sei still. Wart ihr nicht hinter Golbis her? Um ihn zu besiegen, bedarf es mehr als der Magie, über die ich gegenwärtig verfüge. Ich bin auf der Suche nach dem legendären Zauberspruch Meteo, der einst versiegelt wurde, und von diesem Berg spüre ich eine starke Präsenz ausgehen. Bin überzeugt davon, hier Meteo zu finden. Dieser Spruch ist gefährlich, wenn sich ein Mann euren Alters daran versucht. Ich kenne meine Grenzen und die Macht von Meteo. Aber mein Leben ist ein geringer Preis, den ich gern bereit bin zu zahlen, wenn damit allem ein Ende gesetzt wird. Ich werde Golbis besiegen. Pa! Erwachsene, immer müssen sie so dickköpfig sein. Ein Kind wie du sollte lieber ganz still sein. Cecil, was suchst du auf diesem Berg? Ich möchte ein Paladin werden. Mit einem Dunkelschwert vermag ich Golbis nicht niederzustrecken. Und ich habe kein Verlangen mehr nach so einem abscheulichen Gegenstand. Ich bin froh, wenn ich es loswerde. Wer ist Golbis? Du weißt wirklich gar nichts, oder? Das ist der Schurke, der die Macht in Baron an sich gerissen hat. Ja, die Wurzel allen Übels. Ein Paladin, sagst du? Dann ist es, wie ich vermutet habe. Dieser Berg beherbergt das ein oder andere Geheimnis. Wollen wir gemeinsam weitergehen? Warte nur, Golbis.
Okay, der weise Teller hat sich uns angeschlossen. Mal wieder. Cool. Der war in meiner Erinnerung ja relativ stark. Das ist schön, dass wir wenigstens nicht mehr alleine sind. Finde ich also gar nicht so schlecht. Und natürlich dürfen wir auch direkt wieder loslegen. Aber es geht dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Was konnte der denn nochmal? Okay. Dann blitzen wir die einfach mal an. Oh ja, wir machen mal einfach Feuer auf alle. Das ist auch gut. So. Okay, Blitz hat nicht so gut gewirkt. Gut, dass Palom wieder ein bisschen gesünder ist. Wenigstens ist einer von den Dingern mal weg. Warum hat das jetzt hier nicht so gut geklappt? Mach mal alle. Okay, das stärkt die. Ich check's immer nicht. War es ist Feuer oder Eis? Nee, es war eigentlich nur bisher Feuer. Okay, ich bin nur zu doof. Dann Eisra. Okay, er ist auch eigentlich eher Magier. Wir weinen mal. Okay, Eisra haut aber rein. Also das kann man ruhig nehmen. Okay, und natürlich Cecil, bei dem die Attacke eigentlich immer recht stark ist. Porum. Der Porum kann jetzt auch Teleport. Was kann das nochmal? Was kannst du? Teleport. Sich aus einem Labyrinth teleportieren. Ach so. Also sowas wie Notausgang. Teller ist auch hierher gekommen. Der birgt wohl ein Geheimnis. Ja. Anscheinend. Kreuzung. Bin ein bisschen verwirrt hier gerade. Ach so. Gut. Dann waren wir schon richtig. Auf die Kreuzung. Geht klar. Kommt sowieso jetzt gleich ein Kampf. Da geht's hoch. Guck mal, was hier unten noch ist. Wir blöffen. Und eigentlich wie ein Zauberduo. Palom hat irgendwie gar keine MP mehr. Das ist gut. Einer weg. Zauberduo. Es ist dann wieder schön stark. Du greif mal ruhig an. Und dann mach mal Vitra, bitte. Na, das Zauberduo hätte nicht genügend MP. Oh, okay. Weil Palom nicht kann, können die dieses Zauberduo nicht machen. Das ist ja auch gut zu wissen. Ja, dann macht er sie jetzt so fertig. Den letzten einen da. Komm, haut einfach mal alle drauf. Dann kriegen wir den noch platt, oder? Nee? Ah. Muss Hazel noch mal drauf. Geht doch. Ah, da ist eine Kiste gewesen. Äther. Dann müssen wir doch da diesen komischen anderen Pfad hier hoch. Diese Schräge. Da war so eine Schräge, die nach oben ging. Leider schon wieder im Kampf. Was ist denn das Sub-Spirit hier? Kannst du mal weinen? Wein, das ist voll arm irgendwie.
Er saugt sich einfach mal die MP, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Teller. Keine Wirkung. Dieter wäre nicht schlecht. Ach, Feuer wird doch nichts, oder? Das war jetzt nicht gut. Und ich glaube, ich nehme mal einen Äther, damit es Palom wieder besser geht. Da kommen wir sowieso nicht drum rum. Sehr schön. So, Tellers Stufe ist wieder gestiegen. Das heißt aber auch, dass ja alte Charaktere doch wiederkommen. Ich dachte, mit dem spielen wir jetzt gar nicht mehr. Okay. Nach links ging es auch nochmal weiter. Da müsste ich eigentlich auch nochmal hin. So, jetzt kannst du aber ein Zauberduo machen. Vielleicht lohnt sich das sogar. Teller erinnert sich. Oh, Eis hilft ganz gut anscheinend. Denkt er sich so. Aber wenn der den jetzt platt macht, ist das Zauberduo dann doch schon wieder... Nee, es lohnt sich vielleicht sogar noch. Der lebt nämlich noch. Ich glaube, das überleben die nicht. Nein. Super starker Angriff von den beiden. Echt cool eigentlich. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ich laufe jetzt doch nochmal nach links, bevor ich hier nach rechts die Treppe hochgehe. Wissen will, was hier war. Nichts. Okay. Mehr will ich gar nicht wissen. Kann ja doch noch immer mal eine Kiste da sein. Ab nach oben. Da was? Nein. Gut durchgehalten. Hier. Ohne Kampf. Jetzt noch mal einer, aber... Wir haben ein ganzes Stück Weg geschafft. Leute, Zauberduell. Okay, nicht genügend MP. Palom mal wieder. Das ist nicht schön. Aber dann machen wir den mal mit Eis hier platt. Normalen Angriffen. Ich glaube, das überlebt er jetzt eh nicht. Doch, der lebt noch. Aber jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Nee. Okay. Hä? Wo geht's hier denn jetzt? Hä? Achso, weil hier eine Kiste ist. Äther. Berg der Tattoo-Kreuzung vollständig. Und nochmal Äther. Als wüssten sie genau, dass wir hier sehr viel zaubern. Das ist ja schön. Gipfel. So, da zischt es. Und wie es hier weitergeht mit Final Fantasy IV, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.